Ja, Praktikanten dürfen bekanntlichermaßen immer die Drecksarbeit erledigen. Ich darf heute für die MZ den sogenannten V-Max, die neue Attraktion auf dem Laternenfest, testen. Dabei wird man in Höhe von 55 Metern gebracht und im Anschluss mit 120 km die Stunde durch die Luft geschleudert. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Warte, ich muss gleich mit. Moment, dauert noch einen kleinen Augenblick. So, wird der Gurt hier noch festgemacht? Das macht er gleich. Freust du dich drauf? Geht so, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ich bin schon ein bisschen nervös gerade. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Man hat gemerkt, wie sich das ganze Blut in die Gliedmaßen gepresst hat. Meine Hände sind immer noch leicht eingeschlafen. Man sieht es vielleicht der Kamera, dass sie gerade leicht zittern. War auf jeden Fall aber trotzdem im Endeffekt eine geile Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte. Aber auf jeden Fall nichts für körperlich Schwache und für schwache Nerven.